Ich stehe hier auf der MIPIM mit Marc Mockwitz, geschäftsführender Gesellschafter von Cloudbricks. Hallo Marc. 2023 war ja ein eher schwieriges Jahr für die Immobilienbranche und 2024 sieht es bisher auch noch nicht wirklich viel besser aus. Aber lass uns vielleicht nicht nur immer auf das Negative gucken, sondern auch die Chancen anschauen. Mit welchen Erwartungen bist du denn hier auf der MIPIM dieses Jahr? Ja, erstmal vielen Dank, dass ich euch auch wiedersehen darf. Das Wetter passt ja nicht ganz so zur Marktlage. Ne? Wir haben herrliches Wetter hier in Cannes. Heute ist die Besucherzahl, glaube ich, deutlich höher noch als gestern, zumindest gefühlt. Ja, lass uns gerne auf die Chancen gleich mal eingehen. Um ehrlich zu sein, glaube ich, sind wir alle mit relativ neutralen Erwartungen hier auf die MIPIM gekommen. Ich glaube, keiner hat gedacht, dass es jetzt riesen Gamechanger geben wird auf dieser oder in dieser diesjährigen MIPIM oder auch in den Gesprächen. Weder technologisch noch inhaltlich hat hier jemand die Masterlösung mitgebracht. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir alle da sind, dass wir uns zeigen, gerade nach den Marktaustritten einiger Teilnehmer, dass auch alle die schon immer das Immobilienwesen ganz, ganz seriös und gut gemanagt haben, auch wieder hier sind, sich austauschen und die Themen weiter bearbeiten. Aber es ist tatsächlich eher eine neutrale Erwartung. Kommen wir zu den Chancen, die ja auch so eine Krise immer wieder birgt. Wir haben ja über die Krise hinlänglich gesprochen, warum und welche Gründe, welche Faktoren und was betrifft uns da alle. Das wissen wir, ne? Und auch seit der Expo haben wir das nochmal vertieft und das ist, glaube ich, in der Branche soweit angekommen. Jetzt müssen wir aber ja schauen, jede Krise birgt eine Chance. Und die Chance ist natürlich nicht nur jetzt für uns, für Cloudbricks da, sondern eben auch für die ganze Branche. Du hast natürlich einerseits in so einem konsolidierenden Markt immer die Chance, dass sich Market Player zusammenschließen, das heißt also Aufkäufe von Unternehmen oder Zusammenschlüsse. Daraus können recht gute Unternehmen entstehen. Auch auf der Softwareseite können da sehr gute Lösungen entstehen, die wiederum dann dem Kunden einen größeren Mehrwert bringen. Das ist sicherlich auf der Chancenseite zu sehen. Auch für uns jetzt, um mal auf Cloudbricks zu kommen, Thema Resilienz. Ne? Auch wir haben in unser Geschäftsmodell geschaut. Wir haben ein bisschen früher damit angefangen. Wir haben das schon im August 2022 gemacht, weil es nämlich ein Prozess ist. Und auch der hat uns natürlich gewisse interne Ressourcen abverlangt, aber er war sehr wichtig. Man muss ihn durchgehen, diesen Prozess. Man kann nicht sagen, so jetzt mache ich A und morgen B, sondern ich muss wirklich diesen Prozess mit den Abteilungen, mit den einzelnen Menschen durchexerzieren, um dann zu einem geschärften Geschäftsmodell zu kommen. Also insofern sind da eine ganze Menge Chancen auch dabei, die ganze Branche jetzt wieder ein bisschen zu konsolidieren und neu aufzustellen und dann eben mit einer größeren Stärke wieder ins vielleicht 2025 hineinzugehen. Mhm. Cloudbricks ist ein Softwareunternehmen, das Prozesse und Abläufe im Management von Immobilien, insbesondere im technischen Gebäudemanagement und im Kostencontrolling digitalisiert. Wie ist es denn um die Digitalisierung in der deutschen Immobilienwirtschaft bestellt und welche Auswirkungen hat die aktuelle Krise? Ja, das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Die neulich rausgebrachte Studie von Drees und Sommer hat ein sehr schönes Ergebnis gebracht, nämlich da haben sie einfach mal befragt im Management, wie sehen sie ihr Unternehmen digitalisiert, ne? Wie stark ist es digitalisiert. Und dann haben sie aber auch die operativen Fachabteilungen gefragt, ne? Beim User auch, ne? wie kommt denn das so an? Und da gab es doch eine große Diskrepanz, das ist auch relativ simpel zu erklären. Nur ist jetzt die Frage, was machen wir denn daraus jetzt? Ne? Wenn diese unterschiedliche Sichtweise auf die Digitalisierung schon in einem Unternehmen da ist, ja, dann muss man sich die Frage stellen, wie löst man denn das Problem, wie füllt man dieses Gap, was da dazwischen drin ist. Ich erkläre mir das unter anderem auch damit, dass natürlich die Führungsebene, die hat gewisse Strategien, die hat ein Big Picture auf das Bild und die sieht gewisse Visionen. Jetzt muss man aber die Fähigkeit besitzen als Unternehmen, das auch an die Basis zu bringen. Und das ist eigentlich die Herausforderung. Die haben wir auch schon die letzten Jahre gesehen und die besteht nach wie vor. Haken wir mal so ein bisschen Digitalisierung ab. Das haben wir alle verstanden. Die Notwendigkeit ist, glaube ich, klar. Ich glaube aber, dass in den Unternehmen die Wichtigkeit der Konsequenz noch nicht angekommen ist, denn die ist in erster Linie mal, naja, eine Datenaggregation. Ne? Das ist ja auch das, was wir machen. Und selbst diese Grundlage der Datenaggregation ist noch nicht nachhaltig gelöst in den Unternehmen. Ne? Und worüber reden wir denn jetzt eigentlich aktuell? Wir reden über KI-Tools, über eine KI, die uns dann auf Basis von sinnvoll gut aggregierten Daten eben hilft, ja, jetzt in die Zukunft reinzugehen.
Und da muss ich sagen, ja, habe ich noch meine Zweifel, da gibt es noch sehr viele Hausaufgaben zu machen, denn wir haben ja sehr sportliche Ziele in der Branche. Wir wollen ja bis 2045 eine CO2-Neutralität haben. Naja, wie schaffen wir das denn? Ja, nur durch Innovation, nur durch Technologie, nur durch das alle Mitarbeiter im Unternehmen auch auf diesen Prozess mitgenommen und abgeholt werden. Und da gibt es aus meiner Sicht noch in Bezug auf das Gap einiges zu tun. Und da reden wir dann eben nicht mehr über Stand der Digitalisierung, sondern jetzt auch den Schritt weiter zu denken und den dann auch zu begleiten. Und der kostet leider auch Geld, der kostet Energie, der kostet Zeit, alles Dinge, die man im Alltag eigentlich weniger hat. Ne? Aber die müssen trotzdem vom Management eben jetzt auch gut geplant und durchgeführt werden. Warum ist es denn wichtig aus deiner Sicht, gerade jetzt in einer Krisenzeit, in die eigene Unternehmensdigitalisierung zu investieren? Ja, das ist im Prinzip baut die Antwort der Frage auf den ersten Teil, den ich gerade schon ausgeführt habe, ein bisschen auf. Am Ende des Tages geht es ja um, ich möchte am Markt wettbewerbsfähig bleiben. Ich möchte mein Unternehmen für die Zukunft aufbauen. Und wenn ich natürlich das nicht tue oder warte oder zu lange warte, bis ich anfange, dann verliere ich wieder diesen Prozess, den ich aber brauche, um das Mindset, die Unternehmenskultur, die Mitarbeiter mitzunehmen und abzuholen. Und vor allen Dingen, wenn ich es unterlasse oder dann gebe ich den Mitarbeitern auch nicht die Möglichkeit zu lernen. Weil jeder macht bei diesem Pfad auf dem Digitalisierungspfad oder beim Erfüllen der digitalen Strategie Fehler. Und diese Fehler sind aus meiner Sicht so entscheidend auch, um eben die Leute vom Mindset wachsen zu lassen. Und wenn ich das eben nicht tue, dann unterlasse ich quasi oder werde meine Zukunftsfähigkeit des Unternehmens verfehlen. Und das ist hochkritisch. Und deswegen, wer es jetzt noch nicht angefangen hat, der ist schon im Hintertreffen. Der sollte schleunigst beginnen. Ihr habt für dieses Jahr ein neues Feature kurz vor dem offiziellen Vertriebsstart, den Prüfpiloten. Ja. Kannst du uns schon eine kleine Sneak Preview dazu geben? Ja, in der Tat haben wir noch einiges mehr im Köcher, außer dem Prüfpiloten, aber lass uns heute mal auf den Prüfpiloten beschränken. Bei uns ist ja auch in der ganzen Lösung das Property Management ein zentraler Kern. Darum dreht sich ja auch sehr, sehr viel in unserer Lösung, wenn du in Richtung Kostenbudgetmanagement gehst und die ganzen Maßnahmen eben beauftragst, dann ist das Property Management ja Dreh- und Angelpunkt. Und das weitergedacht, Property Manager übernehmen Betreiberverantwortung für die Eigentümer in der Regel, vertretend. Und da gibt es halt gerade in Deutschland, auch in anderen Ländern, aber speziell in Deutschland, sehr, sehr viele Regularien in Bezug auf Prüfungen und Wartungen und die Betreiberverantwortung. Und das überfordert in der Regel bei dem Management von größeren Portfolios ebenso ein Property Manager. Nicht intellektuell oder sowas, das ist nicht so das Problem, sondern wir reden ja über Fachkräftemangel und ich muss mit immer weniger Mitarbeitern ein immer größeres Portfolio managen. Und das eben wirklich in einer gewissen Qualität und dementsprechend dann auch revisionssicher dokumentiert, damit die Betreiberverantwortung auch wirklich rechtssicher da ist, weil wir reden über Haftungsrisiken für die Eigentümer. Also da hört der Spaß definitiv auf. Und der Prüfpilot hilft eben dann, entsprechend diese ganze Organisation dieser vielen technischen Anlagen, diesem ganzen technischen Gebäudemanagement, in diesen ganzen komplexen Gebäuden, in den unterschiedlichen Assetklassen für die Property Manager gut aufzubereiten über einen Algorithmus und eben über die entsprechend gesetzlichen Anforderungen dann auch in die Lösung aufzubereiten, damit der Property Manager ein gutes Korsett hat, eine gute Orientierung hat, welche Anlage muss denn jetzt hier genau wie, wann und warum und weshalb gewartet werden. Und das spiegelt sich natürlich wieder auf die Kostenseite nieder. Momentan ist das Kostenthema wirklich allbeherrschend, damit wir sagen, okay, wie kriegen wir denn diese ganz vielen Investitionen, die wir eigentlich bräuchten, um unsere Ziele umzusetzen, also auch gerade energetisch, wie kriegen wir die sinnvoll gemanagt? Und dann kann ich nämlich auch entscheiden, was muss ich zuerst tun, was kann ich in den Prioritäten dann anstellen. Nichtsdestotrotz, letzter Satz vielleicht noch dazu, in den letzten Gesprächen, die ich auch so geführt habe, hat man halt immer trotzdem gemerkt, dass die Anforderungen, die auf dem Markt bestehen, jetzt mal unabhängig vom Prüfpilot, also auch energetische Sanierung, Transformation der Bestände, da sind die Kosten immer noch so hoch und die Leute wissen eigentlich gar nicht, womit sie es bezahlen sollen. Ne? Und das ist die Riesenherausforderung, die wir noch lösen müssen. Ne? Hoffentlich durch neue Technologien und durch Innovation. Vielen Dank, Marc. Danke dir.